Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Das ist das erste Video meiner Langzeitfazit-Reihe und beginnen möchte ich mit zwei sehr außergewöhnlichen Uhren. Und zwar sind das Einzeigeruhren aus dem Hause Botta. Beide habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme seit über 20 Monaten in meiner Sammlung. Das ist die, die eigentlich zu mir sollte und diese hier sollte eigentlich meine Frau bekommen, aber sie hat sehr schnell gemerkt, dass Einzeigeruhren überhaupt nicht ihr Ding sind und so ist sie dann auch in meine Sammlung gewandert. Ich habe zu beiden Uhren ausführliche Reviews gemacht. Die Reviews, nicht die eine Woche am Abend, sondern die Reviews verlinke ich euch am Ende dieses Videos. Ja, was kann ich jetzt nach über einem Jahr sagen? Die Uhren sind sehr speziell. Ich trage sie nicht sehr häufig, aber wenn, dann ganz bewusst. Der Unterschied zwischen den beiden Uhren, ich habe auch noch relativ zeitnah Detailaufnahmen gemacht, die ich, wenn es passt, einblende, ist, dass diese hier noch Unterteilungsstriche hat, wohingegen diese hier ausschließlich die Stundenmarkierungen hat und damit noch unpräziser oder, um es positiv auszudrücken, entspannter in der Ablesung ist. Bei dieser hier ist mir leider die Farbgestaltung suboptimal. Die Indizes sind metallisch und aufgesetzt, zumindest die Stundenindizes, die anderen sind silberfarbig gedruckt, was eine unterschiedliche Lichtreflexion hervorruft und dadurch es immer wieder notwendig macht, den Arm zu bewegen, um die Zeit ablesen zu können. Und einen präzisen Blick, einen sehr scharfen Blick mit relativ hohem Kontrast ist bei einer Einzeigeruhr ja nun wirklich wichtig. Das heißt, diese Uhr finde ich, also diese hier finde ich, echt suboptimal abzulesen. Ich behalte sie, weil sie mich an einen ganz besonderen Tag erinnert, als ich mein erstes On-Site-Video bei Botta gemacht habe, also mein erstes On-Site-Video überhaupt. Das ist für mich also eine emotionale Erinnerung, deswegen bleibt sie. Bei einer Einzeigeruhr würde ich, wenn ich die Zeit wirklich ablesen möchte, darauf achten, einen schwarzen oder roten Zeiger auf weißem Grund zu haben, den höchstmöglichen Kontrast und mit einer schwarz gedruckten Indexskalierung, ich will nicht sagen Minuterie, weil Minuten gibt es ja bei einer Einzeigeruhr nicht, einfach um den größtmöglichen Kontrast zu haben. Die Uhr sieht edel aus, ist wirklich schick. Man kann sie mit etwas Mühe auch ablesen, aber es ist nicht das Design meiner ersten Wahl, wenn es um Einzeigeruhren geht. Bei dieser Uhr hier ist die Zeit ja nun noch vager abzulesen. Das heißt, das ist für mich eine ganz klare Wochenend-Freizeit-Urlaubsuhr, wenn es nicht auf 10 Minuten ankommt. Entsprechend selten trage ich die Uhr, weil ich am Wochenende natürlich auch andere Uhren trage. Aber beide erinnern mich an eine sehr schöne Zeit. Beide haben ihre Berechtigung und beide werden in meiner Sammlung bleiben, auch wenn sie deutlich weniger Tragezeit bekommen als andere.